Goldene Metallplatte, wie gesagt, davon haben wir haufenweise. Ich weiß, ich schämmer sehr viel immer auf X rum. Also so viel mit Kombos ist da gar nicht. Weil ich auch die X draufhämmer Kombo wirklich mega gut finde. Deswegen mache ich das. Ich dachte, die Attacke von Emil wäre böse. Also von einem Gegner. Hier. Ich habe vergessen, welcher Knopf zum Werfen war. B. Das ist mir aber zu spät eingefallen. Okay. Hier haben wir doch, glaube ich, nur die Gedächtnislegierung gefunden. Also nichts wirklich Interessantes. Aber wenn es hier nochmal die Gedächtnislegierung zu holen gibt, dann immer wieder rein in die gute Stube, würde ich sagen. Oh nein, ein Mini-Boss. Komm, Lebensanzeige. Let's go. Tot. Hätte er seinen Scheiß da nicht gemacht, wäre er tot. Okay, ich krieg auch Schaden, wenn er... wenn ich in der Luft bin. Obwohl er seinen Scheiß auf dem Boden hat. Ja, die Gedächtnislegierung, das so... das Hauptaugenmerk, was ich so im Sinn hatte. Vertrag für Vertragspartner. Jetzt brauche ich nur noch 3 Titanlegierungen. Bräuchte ich eigentlich auch für die bräuchte ich eigentlich auch für Demons. Okay, ihr zerstört die Dinger, ich sammle alles ein. Bräuchte ich auch zum Upgraden von Waffen, aber wir machen erstmal die Nebenquest. Und graden erstmal nichts ab. Vielleicht kriegen wir ja noch die Titanlegierung, wenn wir jetzt auf dem Weg sind zu der Maschine, die anscheinend seinen Bruder getötet hat, was aber keinen Sinn macht, weil ist Jacob nicht gestorben, weil Gideon rumgespielt hat. Gib mir euer Zeug. Gut. Okay, dann noch das hier nehmen. Geht's nicht längs hier lang. Heute kam eine Händlerin. Ja, Akkord, ja, wir wissen das. Naja, dann war das ja hier. Lag hier nochmal was in der Gegend rum? Nicht, dass ich wüsste. Also vielleicht lag da damals was und ich habe es schon mittlerweile eingesammelt. I've never heard of a Shade living with a machine. What's that about? Don't know, don't care. All that matters is that we kill them both. Kaputter Motor. Okay. Der ist ja echt ein bisschen sauer, der Nier. Ich weiß, ich habe ihn Dave genannt, weil ich nicht wusste, dass Nier sein kanonischer Name ist. Sonst hätte ich ihn ja auch Nier genannt. Ich wusste nicht, wofür Nier steht. Ganz ehrlich. Der Titel des Spiels. It seems we have found the entrance to our robot friend's hideout. Right.
Let's head down. Ja, runter. We've no idea what lies below. Okay. Beats going the long way around. Come on. Ich dachte hier rein. Aber nein. Also wir müssen wieder in die Arena, da wo wir damals den die Maschine besiegt haben. Das ist die Maschine, die da rumgelungert ist, aber die Maschine hat nicht Jacob getötet. Und da ist ein Schatten drauf, habe ich gesehen. Du siehst ja ziemlich ähnlich aus wie die andere, deswegen denke ich mal, dass du kein Problem sein wirst. Auch wenn du groß wirkst, erstmal. Scanning. Exterminating. Okay. Looks like we found it. Oh Lord, it's enormous. Groß ist er gar nicht. Scanning. Look at the shade. Ja, ja. Was macht denn der Schatten? That thing is commanding the robot somehow. Aim for the legs. Knock it down. Take out the shade. Ich kann nur den Körper angreifen. Exterminating. Warte, ist das nicht die Stimme von Jacob? No, damn it. That's a shade. It's a shade! War doch nicht die Stimme von Jacob, oder? Und jetzt? Okay. Er kriegt Flügel. Kann er denn noch fliegen? Nee, du kannst fliegen, Pisser. This thing can transform? Also Transform würde ich das jetzt nicht nennen, verwandeln. Aber er versucht zu er kann fliegen. Hunter da! Kann ihn nicht anvisieren. Er, oh Gott. Weg hier. Eltern schauen? Must protect. Must fight. Nicht da reinlaufen wie so ein Depp. Okay, ich kann wieder nicht angreifen. Ich kann... Kann ich anvisieren? Der Schatten. Nicht auf den auf die Maschine, auf den Schatten. Das sind mehr Schatten. Oder was ist da los? Ja, ein schick normaler Schatten. You stupid machine!
You killed my family! You took everything from me! Alles okay, Bro? Hey, come on. That's enough. I did it! Now that this goddamn thing is dead, I can forage wherever I want! Just wait, you goddamn freak! Now I can make all kinds of powerful weapons! Just leave it to me! Leave it all to me! Okay. Look, we get it, okay? Really? Ist der durchgedreht? Hatred and madness will never heal a wounded heart. Maybe it's just all he's capable of right now. Revenge is a fool's errand. Yeah, I know. Ja, Rache ist Blödsinn. Und eben haben wir Vierer gerecht. Ja, Rache ist doof. Du hast ein Fragment erhalten, du hast den Schlüsselfragment des Gesetzes der Robotik erhalten. Und was sagt, und jetzt? Was sagt die Hauptquest? Kann ich hier rein? Wahrscheinlich keiner da. Keiner da. Uiuiui. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Ich hab dich gesehen, du Sau. Okay, es war eine Ratte und keine Sau, aber hey. Opala said we might be able to find something in the Forest of Myth. Ja. Forgive me if I seem less than enthusiastic about such a trick. Okay, dann gehen wir zum Märchenwald. Eigentlich wollte ich aufhören, aber ich schaue mir ein Let's Play an. Also ich bin ziemlich weit bei diesem Let's Play und er ist da an der Stelle. Also ich habe da aufgehört. Also ich schaue nie weiter, wo ich selber bin. Und er war an der Stelle, ob der auswählen konnte, ob der zum Schrotthaufen geht oder zum Märchenwald. Und er hat Märchenwald genommen und den Schrotthaufen. Und eigentlich wollte ich die ganze Zeit zum Märchenwald, aber irgendwie bin ich immer woanders hingegangen. Deswegen möchte ich das gerne noch machen, damit ich sein Let's Play weiter gucken kann. Warte mal. Danke, dass ihr da netterweise gewartet habt. Okay, die sind tot. Aber hier kommen ja noch mehr. Arzneikraut, Arzneikraut. Noch mehr, was hier rumliegt? Nein. Wir gehen aber auch zu Fuß, weil ich will auch leveln. Aber ich habe auch gehört, das habe ich glaube schon mal gesagt in der Aufnahme, dass man nicht bei jedem Gegner leveln kann, habe ich gehört. Ob das stimmt, das weiß ich nicht, aber das wäre doof, wenn nicht jeder Gegner Erfahrungspunkte bringen würde. Dann denkt man, man ist gerade hart am Leveln und dann in Wirklichkeit passiert aber nichts, außer Zeitverschwendung. Was bist du denn? Be careful. This is a formidable foe. Ja. Oh, so einer bist du. Ja, okay, ich kann deine Rüstung nicht einfach kaputt hauen, ne? Oder hinten sind die ganzen Magier. Mach mal die ganzen Magier erstmal weg. Also erstmal die ganzen kleinen Vollidioten. Die konzentrieren. Ein Genesungstrank, das ist glaube ich das stärkste, was es gibt, ne? Technikleitfaden.
Hit. Ah, lass das mal. Okay, ich hab das noch nicht ausgetauscht. Ich dachte gerade, ich hätte Verteidigung ausgetauscht. Wegen Magie. Aber habe ich nicht. Was habe ich denn gerade eingesetzt? Immer noch ein Arzneikraut, das sah nämlich ganz schön viel aus. Aber wir haben auch ganz schön viel LP. Dass das auch geht. Oder HP oder wieder so. GP heißt das hier in dem Spiel. Im Deutschen Gesundheitspunkte. Anna! Weißt du was? Ich nehme mal eine Stärkekapsel. Ja, gut. Ein Arzneikraut. Wo wir gerade dabei sind. Wer? Deswegen. Ja, ja, weiß. I'm good. Okay, der lebt noch. Do be more careful next time. Ja, das war auch voll meine Absicht, da ins Wasser zu fallen, mein Freund. Wort erhalten, Errungenschaft Wortschmied. Kampfgröße, physische Stärke plus 8, Waffen, Magie, Schwächen. Ashurka. Okay. Labyrinthgeflüster erhalten. Stupid trash getting in our way. It's hard to imagine a shade being here. Labyrinthgeflüster, das sieht ja richtig komisch aus. Ich verstehe, warum das Labyrinthgeflüster heißt, weil das ein Minotaurus-Kopf ist. It's almost like it was waiting for us. They can't be that intelligent. Oh, really now? Can you truly say so with all confidence? The tactics of the Shades grow more intricate with each passing year. It would not surprise me to see them setting elaborate traps for us before long. We'd better wipe them out before they get too smart. In any case, we won't be able to live in peace until we take out the Shadow Lord. Ich wollte noch Worte machen, aber ich wollte die zuerst ausreden lassen. Bis Worte ausrüsten. Bulotka. Ja, was besser soll man nicht. War ich auf. Ich hab die Stapelzuweise nicht gesehen. Okay. Waffen. Bis Wort. Ah, hier. Otka. Und hier bis Worte. Wer soll Ashufara? Also. Nix wirklich verbessert. Habt ihr was verloren? Nein, habt ihr nicht. Ich gehe nochmal zum Märchenwald, aber ich glaube, ich mache kurze Pause, weil die Natur ruft. Vielleicht höre ich auch hier auf und dann. Nee, bin ich eigentlich gar nicht. Aber vielleicht kann ich mir jetzt auch verkneifen. Ich kann ja jederzeit Pause machen. So ist das ja nicht. Ich glaube, ich kann es mir nicht verkneifen. Ich mach mal kurz eine Pause. Das dürfte aber noch dann hier in dieser Folge sein. So, vielleicht war ich ein bisschen verwirrt, bevor der Schnitt kam, weil ich habe F10 gedrückt, das ist mein Shortcut für Aufnahmepause. Und warte mal. Wieso kann ich. Ja, weil ich nicht ins Spiel getappt bin. Und das hat nicht funktioniert. Das liegt daran, dass das irgendwie nicht mehr belegt war. Aus irgendeinem Grund. Meine ganzen Shortcuts waren nicht mehr belegt, außer F9.
Wir Aufnahme starten und beenden, aber das ist, glaube ich, Standard. Standard-Gedöns. Standard-Shortcut. Bitte lass mich nicht hier wieder lesen müssen. Ich glaube, das ist für Quest mit dem Jungen. Say, what is that on the ground? Just some funny-looking berries. Oh, man. Ah, poisonous ones, I'd wager. Well, I'm sure not gonna eat them and find out. Keine. Nein. Was willst du sagen? Yes, I saw a child a while back. Okay. I think he was playing over by the divine tree. Okay. Du? A forest curse. Oh, come now. You know there's no such thing. Ja, ja. If that's what happened, I suppose curse might be an appropriate thing to call it. Es gibt keine Flüche. Bitte nicht wieder lesen müssen. Holen wir erstmal das hier. King Giftgras. Hier ist irgendwo auch noch eine Kiste. Irgendwo, da. Zweikraut. Bitte nicht lesen müssen. Bitte nicht lesen. Oh, hello. How are things? Hm? You want to know if anything unusual is happening? Well, I have been feeling a rather strange presence whenever I visit the Divine Tree. Okay. The Divine Tree? It's a legendary tree that exists in the heart of our village. Did you investigate the cause of this presence? Not really, no. And why not? Well, we're not really supposed to go near the tree, except for prayer. Okay. And why is that? I don't know. It's just how things have always been. Weird. Dann gehe ich mal zum Baum. Da lösche ich doch was. Okay. Why do we seem to encounter nothing but odd people lately? You should talk, Vice. As if Grimoire Vice is capable of spouting such nonsense. Hang on. I don't think it's done. It's the density of our town. Does that mean it'll tell us what we want to know? That'd be nice. Schwarz, pure Dunkelheit, über alles darüber gemalt. Oh nein. Würdet ihr hier und dort im schwarzen Nichts verteilt sind? Nette Worte, schwierige Worte, sinnliche Worte. Sie alle funkeln die Juwelen in der, wie Juwelen in der Dunkelheit. Es waren nur wenige Wörter. Aber die Zeit war auch kürzer. Der Baum schnappte verzweifelt nach den Wörtern und streckte sich zum Himmel. Das falsch flüsterte der Baum mit der Stimme des Windes durch die Blätter. Das ist nicht so, wie es sein sollte. Der Plan ist gescheitert. Einst vor langer Zeit erinnerte sich der Baum an alles in der Welt. Das war seine Aufgabe, seine Funktion, seine Bestimmung. Er zitterte vor Freude, während er die Erinnerungen der Menschheit sammelte. Das war kein Zufall. Gefühle waren genauso ein Teil des Baumes wie Wurzeln und Rinde. Die Erinnerungen sammelten sich wie Tautropfen auf den dicken grünen Blättern des Baumes. Und einst hatten sie ein Netz gebildet, das die gesamte Welt umspannte. Das Internet. Worte kollabierten im Sonnenlicht, bevor sie durch die Blätter in den Tümpeln der Erinnerungen gelangten. Von dort vereinigten sich die Worte zu Kolonien. Die Kolonien zu Lichtstrudeln und das Licht verband sich zu Sternen. Jeder Stern war wie ein Kind des Baumes und er liebte sie alle. Sieh dir meine Erinnerungen an. Ein Kind ist hier niedergerungen von der Seuche, es ist viel zu jung, um zu leiden. Der Junge ist unsäglich dünn, seine Haut blass, als das gebleichte Laken, auf dem er liegt. Seine Eltern kommen nicht mehr zu Besuch, weil sie es nicht ertragen, ihn leiden zu sehen. Die Ärzte haben sein Schicksal schon längst in die Hände der Götter gelegt. Und der Junge hat die Hoffnung aufgegeben, seltsame Gefühle, Erschöpfung und Hass schwellen in den dunklen Abgründen seines jungen Herzens an. Er versucht sich dem schwarzen Schrecken, der in seinen Körper keimt, zu widersetzen, aber weder Anstrengungen noch Tränen können den Eindringling vertreiben.
Vor langer Zeit hatte er schon aufgehört, auf seine Eltern und die Ärzte einen Groll zu hegen. Früher war das anders, doch jetzt sind seine Schmerzen so stark, dass in seinem Herzen nur noch wenig Platz für andere Personen bleibt. Bei einer Person findet der junge Trost, ein gesundes, junges Mädchen mit gebräunter Haut und grünen Augen. Ist ein Leuchtfeuer der Helligkeit und des Lichts in der Welt des Jungen. Allein ihre Anwesenheit spendet ihm Trost. Aber er kann ihr nicht ins Gesicht sehen. Immer wenn sie sich sehen, ist der Junge von Abscheu über seinen eigenen Zustand erfüllt, weil schon nagt diese Abscheu an der Freude, die er durch den Besuch des Mädchens empfindet. Das Mädchen wird irgendwann nicht mehr kommen, er weiß es. Jeden wachen Moment verbringt er mit der Furcht vor diesem Tag. Er glaubt, dass er das verhindern könnte, wenn er nur mit ihr reden könnte, wenn er von seinen Gefühle erzählen könnte, aber dieses Gespräch findet nicht statt. Das Mädchen verschwindet. Der Junge stirbt allein. Der Baum saugt die Erinnerung auf und verstaut sie sorgsam in sich. Darauf eingraviert ist ein einzelnes Wort. Neid. Sieh dir meine Erinnerung an. Es gibt da eine Kriegerin. Ihr größter Feind ist eine Bestie mit roten Augen, die sie nicht begreifen kann. Wenn sie mit ihrem Schwert trifft, erstarrt sie zu einer Salzsäule und stirbt. Aber wenn sich der Weiße Rauch verzieht, erhebt sich ein neuer Feind. Und ein weiterer. Die Kriegerin weiß, ihre Bemühungen vergeben sind, doch das Bekämpfen des endlosen Stroms vor Feinden erfüllt sie mit einem Gefühl von Freude und Bestimmung. Irgendwo tief im Drogen vernebelten Verstand der Kriegerin existiert eine vage Erinnerung an eine Tochter. Vielleicht gibt es das Kind nur in ihrem Kopf, die sterbende Überreste eines mächtigen Traums. Sie weiß es nicht. Ihre Freunde und Gefährten kommen und gehen. Manche fliehen in Schrecken, manche werden gefressen. Sie hatte ihren Kampf mit 23 Kameraden begonnen, aber die meisten gibt es nun nicht mehr. Der Körper der Kriegerin bebt. Anfangs versteht sie nicht warum. In dem Moment, als sie das grimmige, tiefe Geräusch vernimmt, ist die Arena auch schon in Dunkelheit verhüllt. Kirin blickt auf und sieht sich einer Bestie gegenüber, die so groß ist, dass sie den Himmel verdunkelt. Sie lacht, das hat sie schon getan, solange sie zurückdenken kann. Mit Blut und Dreck verschmiert, lacht die Kriegerin, sie lacht und lacht, bis ihr Schaden ihre Tochter ist und zu einem Haufen Staub zusammenfällt. Diese Erinnerung war schon lange gespeichert, sie ist in meinen einzigen Worten versehen, Verlust. Sieh dir meine Erinnerung an. Ein roter Drache fällt aus dem Himmel. Das kenn ich schon irgendwo. Ah, diese Erinnerung ist verloren. Wie schade, ich hatte sie besonders gerne. Bei vielen Jahrhunderten der Existenz sah der Baum, dass seine sorgfältig bezeichnete Erinnerung zu schwinden begann. Die Erinnerung schien einst für eine Ewigkeit gemacht zu sein, doch jetzt schien sie bereits zu sein, für immer zu verschwinden. Der Baum empfand dabei keine Trauer, dies war eine Emotion jenseits seines Vorstellungsvermögens. Er hatte jedoch das deutliche Gefühl, dass irgendwas fehlte. Der Berg aus Erinnerungen, die er so vorsichtig zusammengetragen hatte, war verschwunden. Der Baum streckte seine Äste aus, soweit er konnte, doch es flossen keine neue Erinnerungen. Der Tümpel der Erinnerung war eine schwarze leere Grube, ein ausgestorbener Ort, der einst vor Leben gesprüht hatte. Der Baum hatte seinen Zweck verloren. Er konnte nicht weiter tun, als die wenigen verbleibenden Erinnerungen durchzugehen, die da einen Zweig auf dem Boden lagen. Und genau deshalb war der Baum so erfreut, dass der junge Mann und sein Begleiter den Raum betraten. Tja, hier ist es süßer wie in der Höhle. Wie in der Hölle. Der Raum, in den er trat, war fast vollständig leer. Alles, was er sehen konnte, war ein paar Kristalle, die scheinbar willkürlich über den Boden verteilt waren. Als Dave einen der Kristalle aufnahm und ihn hineinblickte, sah er plötzlich etwas Vertrautes. Es war der Märchen war seine Bewohner gefangen in ihren eigenen Träumen. Ich entschuldige mich, dachte der Baum, das ist alles, was übrig ist. Als Dave verwundert das Juwel anstatt, ertönte plötzlich eine Stimme aus den Tiefen seines Geistes. Die Stimme flehte sie an, ihr zuzuhören. Es war ein Befehl, ihm nicht Folge zu leisten, war unmöglich. Schlagartig realisierten die beiden, dass sie zuhören mussten. Sieh mal dort. Ein kleines schattenhaftes Wesen erschien aus dem Boden. Schien ein Schatten zu sein. Der Schatten schoppte sich zahlreiche Juwelen, weitere Juwelen purzelten wie brückende Zähne mit einem Geklipper aus seinem Mund, bevor sie für immer verschwanden. Das Wesen missbrauchte die Erinnerung, behandelte die wertvollen Objekte wie eine Sammlung billiger Spielzeuge. Dieser Schatten scheint die Erinnerung zu verzehren. Dieses kleine Ding frisst Erinnerung? Der Baum streckte seine Äste nach Dave aus. Ohne einen weiteren Gedanken zu verschwenden, schlug Dave mit einem Schwert auf den Schatten und schützte ihm den Bauch auf. Juwelen platzte aus dem Schatten heraus und verteilte sich über den Boden der Kammer.
Sieh an, dachte der Baum, dass die Erinnerung an Überzeugungen, die ich verloren hatte, und Befriedigung und viele andere ebenfalls. Ja, das ist gut. Der Baum öffnete seinen Mund und versuchte zu sprechen, doch kein Ton erklang. Eine Tausende der Stille und Einsamkeit hatte der Baum dazu gebracht, bestimmte Dinge zu vergessen. Gerade scheint verärgert zu sein, begrüßte er die Entwicklung. Der Baum konzentrierte seine ganze Kraft auf das Rätsel der Sprache, brachte notdürftig einen Ton hervor und versuchte es erneut. Ich frage... Schmuck sein glänzendes Jubel aus. Nochmal, ich frage euch. Geht doch. Welche Farbe hat dieser, der verlorene Neid? Neid ist grün. Er hat es gesprochen, der Schatten ist intelligent, er hat Emotionen. Wen kümmert es? Dave ignoriert, weil es Kommentarband sein Schwert den rechten Arm des Schattens abtrennte. Schatten schreckt seine verbliebenen Arme nach Dave aus. Ich muss ihn berühren, ich muss Kontakt herstellen. Im Moment, in dem seine Finger über Dave strichen, verspürte der Baum ein warmes Gefühl. In ihm aufschlagen, etwas Heißes floss durch seine Finger, seinen Arm hoch und durch seinen gesamten Körper. Es waren Emotionen mehr, als er in den letzten Jahrhunderten erfahren hatte. Diese Musik für Text. Vor lauter Überraschung und Freude schrie der Baum auf. 1000 Jahre einsam, 1000 Jahre in der Stille einkehr. Der Baum fühlte sich, als würde er auseinanderbrechen. Jahrhunderte hatte der Baum alleine verbracht, sein Herz versiegelt in der schweren Ketten, aber das war nun vorbei. Neun mächtige Gefühle bahnten sich ihren Weg und erfreuten sein Herz. Dies war mehr als die einfachen Emotionen, die er eigentlich empfinden können sollte. Es war die Geburt einer Seele. Und irgendwann war der Schlüssel. Es war das Versprechen, der vor langer Zeit gegeben wurde. So sollte es eingelöst werden. Der Bauch des Baumes begann zu schmerzen, eine neue unangenehme Empfindung. Aber die Zeit war noch nicht gekommen. Ich frage euch, wie viele verlor die Kriegerin, die gegen die rotäugige Bestie kämpfte? Wie viele verlor ihre Tochter und 23 Freunde? Also gut, die Rätselzeit ist vorbei. Ich werde diesen dummen Schatten ein für alle Mal töten. Etwas Rundes und Glänzendes fiel aus den offenen Bauch und schepperte auf den Boden. Mit Schlüssel rief das Buch: Nimm den Schlüssel! Das Schwert des Mannes hielt er inne. Die Zeit um sie herum schien sich auszudehnen und schrecken und zu verlangsamen. Zeit ist von höchster Bedeutung. Das nächste Wort müsste gehört werden. Die Worte explodieren. Es wurde schwierig, ihre Bedeutung zu erkennen. Der Tümpel der Erinnerung begann zu zerbrechen, während sich eine unendliche Schwärze den Weg in die Mauer bahnte. War Eis. Diese Welt bricht auseinander. Wie kann eine Welt wählt aus Buchstaben die wichtigste Sache Welt ohne sich vervollständig. Erinnerung verschwand. Die Identität des Baums begann sich aufzulösen. Als die Buchstaben langsam verblasst, wurde Dave in die reale Welt zurückgezogen und der Baum war zufrieden. Okay. Was in the? I never realized shades were capable of rational thought. I don't care if they can tap dance and play the fiddle. I just want to kill him without all this hassle. With the tree defeated, we no longer have to worry about being buried in its world of letters. Okay. Unless, of course, time itself begins to rewind. Okay. Ein Fragment erhalten, du hast den Schlüssel vom Gedächtnisbaum erhalten. Tschüssikowski, was ist das nächste? Und jetzt? Ich denke mal nach Popular.